Hallöchen, wir zocken heute wieder Final Fantasy 15. Und ja, wir haben jetzt die Königswaffe. Ja, okay, zum Eingang zurückkehren. Ja. So, okay, hier raus. Oh, es ist abends. Gefährlich. Ja? Ein Glück. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe Kräfte gesammelt. Sehr gut. Ich habe eine Bitte. Das Imperium errichtet an der Straße nach Vestaska eine Kontrollbasis. Wir müssen verhindern, dass sie fertigstellen. Wenn ihr sie nicht zerstört, wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Geht zu Monika. Sie und die Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir eine imperiale Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Alles klar. Oh. Jetzt, wo du es sagst, neulich fiel mir eine Art militärische Anlage auf. Kunststück. Die war ja nicht zu übersehen. Muss es gleich eine ganze verdammte Basis sein? Schaffen wir das denn? Wir müssen nur gut vorbereitet sein. Lasst uns erstmal Informationen sammeln. Ja. Also, auf in die Siedlung. Okay. Boah, es ist jetzt schon abends. Nicht gleich noch so... Ist das lästig. Klappe zu, Monster tot. Jo. Oh, okay. Alles klar. Alles klar. Das ist schon mal viel zu stark. Was besser auf. Obwohl, rein theoretisch... Okay, das Geschütz ist hier nicht mehr da. So, einfach abhauen. Das sieht aber noch voll aus wie morgens, ey. Naja. Mann, Kor ist echt ein krasser Typ. Zum Glück ist er auf unserer Seite. Tja, wo er recht hat, hat recht, ne? Oh, warte mal. Ach so, das war nur das Schild, okay. Okay, Leute, wie sieht's hier aus? Wir sind da. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen. Allerdings möchte ich vorher mit unserer Karre erstmal zu irgendeinem anderen hier Ort hinfahren. Und zwar... Ja, erstmal dahin, ne? Wo war's jetzt? Lasst nichts liegen. Okay. Boah, meine Güte, ey. Das Dungeon hat es aber in sich. Also, es war jetzt nicht besonders schwer oder so, aber ich fand es war schon ziemlich cool. Wer ist diese Monika überhaupt? Ein Mitglied der Königsgarde. Wie Gladio und ich. Mein Vater vertraute ihr, wie auch Dustin, dem Gardisten, der Iris begleitet. Irgendwie tut es gut, ein vertrautes Gesicht aus Insomnia wiederzusehen. Egal, wir werden jetzt deswegen erstmal da Rast machen, weil wir haben so viel Erfahrung da gemacht und so. Gleich werden wir auch nochmal speichern und alles. Und dann machen wir bei der Story natürlich weiter.
So, und dann müssen wir bald auch nochmal ein paar Nebenquests machen. Wir können gerne nochmal ein so ein Steinchen für den Dino einsammeln und so. Das geht schon klar. Aber dann machen wir natürlich danach dann gleich wieder weiter. So. Ja, ja, Gladio holt erstmal schön sein kleines Büchlein raus. Ist so ein japanisches Buch, ne? Aber klar, ist ja auch ein japanisches Spiel. Das sieht man da, weil ja diese Schriftzeichen so von oben nach unten gehen. Naja. Hey, was ist los? Wo? Hey, habt ihr das auch gehört? Suche aber, ist eine Nebenaufgabe erforderlich, war, Suchen und Letzten. Retten, ja. Wo? Also los, Bewegung. Helfen wir dem mal. Wo ist der denn? Ich hab nichts gehört. Warte mal kurz, speichern natürlich. So, und... Aufgaben. Oh, okay. Irgendwo hier. Ach Mensch, ey, wo ist denn der Typ? Jungs, hier gibt's was zu tun! Ach die! Fein, dann kümmere dich drum. Okay. Yep. Ja, perfekt. Ja, aber wo ist dieser Typ? Ich finde diesen Typen hier nicht. Ich will ja gerne helfen, aber wenn ich den Typen hier nicht finde, dann bringt es auch nichts. Also hier ist er schon mal nicht. Dann kann er ja eigentlich noch hier drüben sein, ne? Ja, chill mal. Hier muss es dann irgendwo sein. Hä? Ach, eine verletzte Person. Das heißt, hier liegt irgendwo ein so ein Fuzzi rum. Aber ja, toll. Der kann natürlich überall sein, ne? Ignis, wie viele Königswaffen gibt es? So viele, wie es Könige gab. Leider sind viele heute verschollen. Wie eine Schatzsuche. Ey, Mensch, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wo ist der Vogel? Liegt der hier irgendwo rum, oder was? Mensch, ich kann doch jetzt hier nicht schon wieder... Ah, Mann, komm. Gehen wir weiter. Habt ihr jetzt keine Lust, den Typen da zu suchen? Und die halbe Folge damit zu verbringen? Können wir ja irgendwann anders machen. So, automatisches Fahren fortsetzen natürlich. Neuer Tag, neues Glück. Ja! Auf geht's. So. Ah, also ich habe ihn nicht gesehen. Ah, Mensch. Ja, klar, Noctis. Ein kleiner Spaziergang durch die Wildnis? Es geht nichts über die freie Natur. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Dann macht man hier mal alles klar. Da wären wir. Zelt natürlich. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also? Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Ah, mal schauen. Das ist mal Gladius, ja? Na, dann machen wir das mal, ne?
lecker, ey. Oh, meine Güte, ey. Das macht mich wieder so hungrig. Oh, okay. Aha, aha. So, wie sieht's mit Fotos aus? Haben wir denn hier was Schönes? Na? Chor. Chor. Gutes Timing, Prompto. Okay. Gut geschlafen. Ja, das Zelt ist höchst komfortabel. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zur Mission. So, und zwar Aufgabe dahin. Nö, können wir so. Dann kann ich währenddessen auch schön was verkaufen. Lass nichts liegen. Okay. So, los geht's. So, Geschäft verkaufen. Ah, so können wir schön ein bisschen Kohle machen. Okay. Die Dinger brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Aber, ehrlich gesagt, habe ich auch keine Lust, die irgendwie zu verkaufen. Aber warte mal. Was war das da denn? Spinnenseide, Campingzubehör. Ach so, okay, gecheckt. Lalalala. Oh, kann man das hier kaufen? Nee. Heiltränke, das. Was zu futtern. Nicht gut aus. Können wir noch was verkaufen? Irgendwas? Ah, white bla bla bla. Ach, es stimmt, ich wollte mir mal eine Knarre holen, ne? So, da vorne ist die Station. Ah, und hier links ist auch schon eine Refugie. So. Packen wir mal. Schon wieder, oh, Latschen. Mensch, heul doch. So. Genau, dann wollen wir mal gucken. Ausrüstung. Noctis, der kann doch hier unten mal. Automatische Armbrust. Ermöglicht besondere Angriffe mit Y. Okay, mal gucken, was ist das denn? Ach du meine Güte, Alter, was ist das denn? Das ist ja übelst geil. Augen auf! War keine Absicht! Okay. Sieht ja ganz witzig aus. Aber warte mal. Wir haben schon 200 Fertigkeitenpunkte. Davon müssen wir jetzt mal wieder was raushauen. Also, Sparfuß automatisch ausweichen, verbraucht weniger MP. Wenn Noctis nicht angegriffen wird, bla. Ich will erstmal bei Kommandos hier mal was gucken. Was ist das denn? Füllt die Kommandobalken auf, wenn Noctis einen Gegner trifft. Das ist natürlich sehr geil. Füllt die Kommandobalken auf, wenn Schaden erleidet. Erhöht die Füllgeschwindigkeit. Oh, Alter, okay. Feuert Glavius ab, die Gegner im Schwingungsbereich anzieht. Ja, dann ne, könnte man hier mal die ganzen Kombos noch mal ein bisschen hochpacken. Ja, das machen wir mal. So. Und hier nochmal. Okay, Kommandos Heilung. Ach, das könnte man auch mal. Wird die LP in Deckung? Nee.
eines Gefährten aus einem kritischen Zustand gerettet wurde. Ja, wenn Noctis nach einem Punkt, wo er seine Nase hängt. Okay. Das hört sich auch ganz nett an. Magie. Hört die Menge an Elementarien, die Noctis absorbieren kann. 10 Kraftpunkte. Blablabla. Das da. Okay, gut. Ja, das reicht. Finde ich so gut. So, dann gehen wir jetzt mal hier zu dieser Basis und machen da mal einiges wieder kaputt. Och, das sind so schöne Zebras. Naja, komm, die lassen wir mal in Ruhe. Obwohl, wir könnten mal... Noct, ich höre Magitech-Motoren. Alter! Was ist der Schwachpunkt von dir? Alter, wie hart Schaden macht das denn da bitte? Ich bin überwältigt. Ach, das macht kritischen Schaden. Ach so. Ist in Gefahr. Gladio. Danke, Mann. Bin unterwegs. Hier bin ich. Gladio, leg los, Motor. Immer schnell. Und Abflug. Sauber, Gladio. Kein Problem. Ach. Abflug haben. Hä? Gott, feindliche Verstärkung. Na, das check ich irgendwie jetzt gerade nicht so. Ja, mal kurz Heiltrank. Hat sich ganz schön hingezogen. Naja, okay, so ganz verstehen tue ich das jetzt nicht. Aber das finde ich ja irgendwie blöd, dass jetzt bei diesen krassen Waffen wird so viel Leben abgezogen. Finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Naja, egal. So, wie sieht's aus? Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Ich soll allein bla. Ja, kann ich auch meine Antwort geben? Basis mit Korn filtrieren, einen Rückzieher machen. Ja klar, los geht's. Okay, bis dann. Mach uns ja, stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Was ich aber immer noch nicht verstehe, ist diese verdammte automatische Armbrust. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gecheckt, wie es geht. Falls jemand Final Fantasy hat und auch weiß, wie es geht, dann soll es mir sagen. Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurz das find ich Prozess. Gut. Subtrank. Ja. Ah, warte mal. Sorry. Mach dir nichts raus. Konzentrier dich auf den Kampf. Ist gut. Okay, komm. Hallo? Ich komme hier nicht hoch. Ah, jetzt.
Na gut. Okay, jetzt macht's doch Sinn. Wenn du hier bist, ist das alles ein Kinderspiel. Gewöhn dich nicht daran. Es kann gut sein, dass du schon bald wieder ohne mich auskommen musst. Ich muss also selbst stärker werden. Da oben! Okay! Hey, wovon haben die mich denn getroffen, bitte? Ja, vielleicht kurz den Heiltrank. So, okay, jetzt habe ich es gecheckt. In Position! So, komm. Ja, komm. Okay, gut. Okay. Das war ja gut. Hättest du damit Probleme? Wärst du eine Gefahr für die ganze Gruppe? Das hätte ich sogar alleine geklappt. Pass auf, dass du nicht zu selbstgefällig bist. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, das wär's dann mal für diese Folge. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein. Tschüss.